Willkommen zurück zu Oceanhorn, Monster of Uncharted Seas. Und ich renne hier mit einem Wetterhahn durch die Gegend. Geil, oder? Ich habe den Wetterhahn gefunden. Bin ja mal neugierig, was uns der jetzt genau bringt. Ich habe jetzt keine Lust auf dich. Hier ist der Wetterhahn. Ausgezeichnet, du hast alles gefunden, was wir brauchen. Nun schafft dein Boot hierher. Ja, du hast richtig gehört. Kann losgehen. Was? Okay. Ja. Mhm. Klar. Wir fliegen jetzt. Habt ihr schon immer so ein fliegendes Boot gesehen? Ich meine, klar, aus der Theorie funktioniert es, aber trotzdem. Oh, extra sogar die Welt rund gemacht. Und nun? Was passiert nun? Oder was ist los? When I was a lad, I met a girl who said she had fallen from the sky. Mary. I always called her the Princess of the Sky. She said she had lost her memory, but whenever she looked at that island in the sky, I could see a longing in her eyes. Did she really come from the sky? Okay. Marie. Hier kann ich nichts machen. Auch schön, dass dann die Musik mal lauter wird. Kann ich auf die Statue schießen? Ah, komm ein bisschen rüber. Nö. Ich muss das aber mal testen. So. Bin ich denn jetzt auf der richtigen Insel oder nicht? Scheint so, als ob ich auf der richtigen wäre. Stimmt. Okay, jetzt sehr stark nach unten. Sehr viele technologische Sachen hier. Kann ich das in die Luft sprengen? Ja, kann ich. Nicht darunter. Der Gang ist versperrt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt davon schon habe. Okay, da darf ich nicht lang. Okay. Weg. Wie soll ich da wieder hochkommen? Brustkern. Komme ich da hoch? Ja, da komme ich hoch. Okay, da muss ich dann rüberspringen. Und wir bekommen 3 Pfeile. Wow, ich habe 3 Pfeile bekommen. Gut, das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Würde ich gerne noch wissen. Okay, ich kann nur da lang, ne? Moment. Jetzt kann ich auch da lang. Kann ich den da eigentlich angreifen oder so? Nee, ne?
mir kann ich nicht angreifen. Hier kann ich dann rüber und da runter. Epische Musik. Wow. Ui. Okay, jetzt hat jemand schon alle Monsterarten gesehen. Ich hoffe, dass mir so einer nicht nochmal begegnet. Der war nämlich extrem böse. Haben wir hier jetzt? Es klingt heilig. Das bringt mich nicht wirklich weiter. Wahrscheinlich hier irgendwie. Nein, das wird dann der Ausgang sein. Ist der Typ wieder da? Nein, gut. Hier brauche ich einen Schlüssel. Ja, super. Für die anderen Typen brauche ich Bomben, ne? Muss ich nur nebenbei mal bemerken. Aua! Hab ich getroffen? Das zählt nicht. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Muss ich nur den Schlüsselwächter finden. Wahrscheinlich der da sein. Kann ich da irgendwo lang? Nee. Ich muss also hier irgendwo lang kommen. Und jetzt gucken, was hier alles so ist. Bevor ich hier über lang renne oder irgendwo runterspringe. Könnte ja sein, dass ich das verpasse. Wer zum Kuckuck bist du? Danke für diese freundliche Begrüßung. Willkommen in meinem Geschäft. Womit kann ich dir dienen? Oh, cool. Das ist ein altes Radargerät. Das sieht zwar noch recht abgenutzt aus, aber man weiß genau, wenn man hingehört. Dass er mit Sahne empfängt, vielleicht entdeckst du damit sogar noch an Orten, die du bereits besucht hast, neue Geheimnisse. Geht das jetzt automatisch oder muss ich das extra anlegen? Ist automatisch, okay. Das hier also ist das Himmelsvolk. Okay. Dazu wirkt es. Kommst du von den unteren Ländern? Du solltest Großmeister Ludwig aufsuchen. Er ist in seinem Studienzimmer. Mal, bist du hier? So I lived to see the day. The daring youngster with the flying machine. I am Arcadian Grandmaster Ludwig. Welcome to Sky Island. We are all descendants of Arcadians. Tryloth, the dark energy of creation, lifted this mass of land and separated us from the surface 1,000 years ago. You are seeking the emblem of Sun. That reminds me of the old days. We had a tradition. Every year, a young maiden was chosen to represent Sol, goddess of light. She was given the emblem of Sun, and she would give joy to our people. 20 years ago, we faced a horrible tragedy. A scholar studying the Arcadian Code went mad. He said he had listened to a ghost in the machine that had promised to bring Sky Island back to the ground. All he needed was the emblem of Sun.
In our despair, we believed the promises. Nobody knows what happened to her. The emblem of Sun was lost ever since. With your airship broken, there's no way to go back to the ground now. But don't worry, you'll get used to living here after a while. Sicher nicht dran gewöhnen, hier oben zu leben. Ah, ein Fremder, faszinierend, aber mein Interesse gilt eher Maschinen. Auf deinem Weg hier hast du wahrscheinlich das Metalltor gesehen. Es führt zu einem Inselkern und zu einer Maschine, die dafür sorgt, dass diese Insel nicht untergeht. Seit hunderten von Jahren versuchen wir, sie abzuschalten. Wissenschaftler wie ich haben ihren Verstand dabei verloren, den uralten arkadischen Code knacken zu wollen. Erst ist es uns nicht mal gelungen, den Inselkern zu betreten. Der Eingang ist fest verschlossen. Na, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. So, aber wo ist er? Oh nein. Ach, immer wieder der gleiche Fehler. Ist doch irgendwas. Das ist irgendwo eine Truppe. Okay. Memoiren. Mein Urahn wurde Zeuge, als Mesmeroth mit Tridot an Bord nach Arkadien segelte. Unsere beste Verteidigung wartete schon auf ihn. Drei gewaltige Maschinen, die lebendige Festungen genannt wurde. Oceanhorn, Seeloch und Everturso. Doch alles war vergebens. Im Nu hatte Tridot alles Licht auf seinem Weg verzerrt. Nach diesem Morgen existierte Arkadien nur noch in unseren Erinnerungen und Träumen. Neuere Beschützer, die lebendige Festung wurde von Tridot verderbt und begann nach ihren verlorenen Meistern zu suchen. In den folgenden Jahren beobachteten wir die Ereignisse an der Oberfläche, doch nie sahen wir eine Spur. Von Mesmeroth. Es ist wahrscheinlich, dass er bei der Katastrophe getötet wurde. Der Großkern wurde über heilige Embleme gesteuert. Wir können ihn vielleicht nicht abschalten, selbst wenn wir hineingelangen, aber wir müssen daran glauben, was für einen Wissenschaftler nicht leicht ist. Archimedes, der große Erfinder. Dieses Buch handelt von Archimedes und erzählt viele spannende Geschichten über die Entdeckung von Theramit und die Erschaffung der lebendigen Festung. Kann ich nicht rein? Schade. Stop. Am 3. des Sommers wurde ein Gelehrter Zeuge eines historischen Moments. Ein Ofu mit einem roten Schwert stellte sich am Brandungsriff der lebendigen Festung Seeloch entgegen. Die Schlacht dauerte mehrere Stunden und unser Volk versammelte sich, um sie mit ihren Teleskopen zu verfolgen. Seeloch setzte zum finalen Angriff an, spuckte Laser und Granaten aus seinen Eingeweiden. Doch der verwunderte Ofu hatte den Mut noch nicht verloren. Er wich dem Angriff aus und versank sein rotes Schwert in Seelochs Schädel. Schon, ne? Da kann ich nichts machen. Hier kann ich noch was machen. Hier kann ich nach oben. Wir wissen vieles über die unteren Länder. Oh ja. Jeder kennt die Geschichte des Mädchens, das entkam. Ich wünschte, ich könnte sein wie sie und mich einfach in die Abenteuer dort unten stürzen. Ich frage mich, was es ihr geworden ist. Aus dem Horizont müsste die berüchtigte Friedhofsinsel sein. Hör zu, sie erzählen dir nicht die ganze Wahrheit. Es gibt einen Weg, hier wegzukommen. Im Studierzimmer des Großmeisters befindet sich ein Schlüssel, mit dem man die Höhle hier in der Nähe betreten kann. Such ihn und geh dann zum entlegenen Ende der Höhle und triff mich dort. Noch ein Tipp, such in dem Buch, Haus in der Nähe
Buch in dem Haus in der Nähe nach einem roten Buch. Das hier das Studierzimmer. Stell dich dem Ritter der vergangenen Zeit und vergiss nicht, die roten, noch kalten Fackeln anzuzünden. Der Großkern war die mächtige Energiequelle des alten Arkadiens. Früher war er mit allen Inseln unter arkadischer Herrschaft verbunden. Kommunikation, Maschinen, alles funktionierte mit Hilfe des Großkerns. Dank des Großkerns haben wir Zugriff auf alte Aufzeichnungen. Und wir können sogar einen Teil einer Rechenleistung nutzen. Schade, dass niemand den Code versteht. Dafür bin ich da. Oh, mal wieder Leck. Hatten wir schon lange nicht mehr. Okay, wir sollen also hier die Fackeln anzünden. Sind hier irgendwo noch Fackeln? Zum Anzünden. Nö. Sind hier nicht? Hier sind nur ein paar Lecks, die ich gefunden habe, aber die können sie ruhig behalten. Da ist der Schlüssel. Müssen wir ein rotes Buch finden. Am Ende des Hauses ein rotes Buch. Da. Nutzer verbotener Magie. Dieses Buch handelt von Mesmeroth und seiner verbotenen Magie. Offenbar war er nur kein sonderlich sympathischer Mann. Hier erhältlich. Alle roten Bücher lesen oder was? Kommst du mir bekannt vor, aber nein, das ist nicht möglich. Richtig, ich bin hier neu. Und mit Krawall gewaschen. So. Dann gucken wir mal. Da brauchen wir gar nicht lang. Hier war die Höhle. Genau hier. Da ist sie, die Höhle. Und wir gehen rein. So. Boom. Bombe. Reicht's mir aber hier. Oh, da kommen gleich ganz viele Gegner auf mich zu. Ach so. Na komm. Komm, halt jetzt mal die Kiste auf. Na komm. Danke. Juhu. Energie. Ich glaube, die kleinen Käfer wollen mich irgendwo hinführen. Okay. Das wollte ich doch haben. Jetzt kaputt machen? Nö. Ich habe auch keinen Schlüssel mehr, ne? Halt, hier ist wieder irgendwas. Irgendwo ein. Irgendwo was. Okay, gut.
brennt. Hier kann ich noch eine Bombe hinpacken. Okay, machen wir es halt so. Gut, wie das Ganze weitergeht, das und vieles mehr erfahrt ihr im nächsten Part zu Oceanhorn. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor rein. Tschüss.